So, ich würde sagen, wir gucken die uns jetzt erstmal an. Ich will jetzt die mal sehen, diese Karten, und meine ehrliche Meinung dazu sagen, Mann. Komm, ich will mal gucken, was heute überhaupt alles rausgekommen ist. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. EA Sports Twitter. So, was gibt's denn hier Schönes? Okay, schauen wir uns mal gemeinsam rein und an. Du benutzt noch Twitter. Ich benutze Twitter nur, um bei FIFA zu checken, was da abgeht. So, und hier haben wir die Karnevalkarten. Eieieiei. Alter, wie geile Karten sind das denn? Ey, die Karten erstmal zum Design, die sehen Bombe aus. Und ich finde, ist auch ein angebrachtes Event. Es ist gerade Brasilien in Karneval. Oh! Der Ernie Stream Highlights ist hier VIP geworden. Ey, da gibt's doch gleich erstmal ein paar dicke Videos auf dem Kanal. Da gibt's doch meine Reaktion zu Mero Wolke 10. Alter, Neymar und Dybala, das sind schon sexy Karten, Mann. Vor allem Dybala als Rechtsflügel. Der ist ja normalerweise Mittelstürmer. Aber Neymar, guck mal, ich habe mir überlegt, Neymar Toti zu holen. Und das würde ich jetzt auch mal gerne wissen, Leute. Als Vergleich, wie der Neymar Toti sich zu dieser Karte schlägt. Das würde ich jetzt mal gerne sehen. Der Toti im Vergleich zu der 96er Karte. Vergleichen wir mal. Oh, guck mal hier. Okay, schießen hat die Toti-Karte einfach mal 4 mehr. Passen auch plus 3. Und Physis 15, ja. Also, da bin ich ganz ehrlich, dann nehme ich lieber den Toti und spiele den auf 7er Chemie. Ja, das ist schon krass, Mann. Das ist schon krass. Ja, sonst Dybala, geile Karte. Ich sag mal, wer für mich interessant ist. Dybala ist eine geile Karte. Icardi, ehrlich gesagt, nicht so mein Geschmack. Hat auch, glaube ich, nur 3 Sterne Skills oder 2, ich weiß es nicht. Immobile, auch nicht so mein Ding. Lori, bestimmt nicht schlecht als Torwart. Mertens ist eine geile, geile Karte. Es gibt ja gar nicht so viele, Mann. Das sind ja nur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und wir haben eine gezogen. Okay, wir haben immerhin nicht den schlechtesten gezogen. Wir haben nämlich Bonucci gezogen, Leute. Und damit kann man halbwegs zufrieden sein. Ist okay. Wir können dann gleich mal gucken, was die alle so wert sind. Aber die Karte sieht auch nicht schlecht aus von Alda Weidel Heidel. Ribéry ist okay. Müller würde ich auch nicht feiern. Gabriel Jesus wäre ein geiler, geiler Sub. Würde ich mega feiern. Williams, perverse Karte. 97 Pace. Bellerin, auch geile Karte. Könnte man auch überlegen, sich zu holen. Ey, ein Rechtsverteidiger mit 96 Tempo. Was will man mehr? Das ist schon krass. Pulisic auch, 97 Tempo. Also die Karten sind echt pervers. Deshalb gehen wir mal hier auf Footbin und gucken uns mal an, was diese Karten, sage ich mal, wert sind. Da bin ich mal gespannt. So, wir haben ja nämlich das komplette Team. Wir können sehen, was die wert sind. Da steht hier drüber. Ein Ribéry 170, Immobile 260. Ein Gabriel Jesus ist einfach mal 590k wert. Ein Neymar 3,1 Millionen. Alter. Ein Dybala fast 1 Million. Alter. Ein Bonucci nur noch 78.000. Scheiße, Digga. Sollten wir eigentlich direkt gleich verkaufen. Alde Weidel ist auch viel wert. Müller nicht so viel. Wir haben, ey, krass, ne? Wir haben echt den billigsten gezogen. Das ist nicht normal, ne? Wir haben echt den billigsten gezogen. Oh mein Gott. Wir haben nicht vom Rating den billigsten gezogen. Aber wir haben vom Wert her den billigsten gezogen. Eieiei. Bonucci, Alter. Mann. Scheiße, ey. Stell dir mal vor, ey, wenn einmal Brasilien kommt, ihr seid, es ist ausgesorgt. Es ist entweder Gabriel Jesus oder Neymar. So krank, Mann. Aber immerhin haben wir eingezogen. Sonst, geile Karten auf jeden Fall vom Optischen. Ja, was kam denn sonst noch Neues so raus? Gucken wir mal weiter hier. Och, du Scheiße, Digga. Passend zu Karneval gibt es jetzt hier 4 brasilianische Prime Icon Moments. Alter, uff, vorbei. Alles, uff. Ah, Mann, aber wisst ihr, was mich extrem abfuckt? Das fuckt mich so sehr ab. Warum ist Ronaldinho Linksflügel, Mann? Der müsste ZOM sein, ohne Witz. Dann könnte man den so geil ins Team bauen, bin ich ganz ehrlich. Roberto Carlos, auch perverse Karte. Digga, ich will nicht wissen, was R9 und Ronaldinho kosten. Perverse Karten, Mann, wirklich. Perverse Karten. Alter Schwede, ey. Das ist so krank. Was kam noch raus? SBC-Karten. Oh, immerhin Sokrates. Der ist auch geil. Der ist echt OP, Mann. Also kann ich euch empfehlen zu machen. Sokrates und Hulk ist auch. Der hat einen richtig dicken Arsch. Also kann Leute gut wegdrücken. Hat 86 Tempo, 92 Physis, 91 Schuss.
Der ist schon stabil. Weekly Objectives, wer gibt es? Talisca, Ben Arfa, auch geile Karte, 5 Sterne Skills, Emre Can, ist okay. Und das war's dann auch, ist okay. Ja, wir gehen mal wieder rüber in-game. Ich würde mir nämlich die Karte gerne anschauen, was es da so gibt. Auch das Event finde ich eigentlich ganz cool. Es kommt jetzt auch bald Foot Birthday raus, da gibt es die Geburtstagskarten zu ziehen. Guck mal kurz hier nach. Also, meint ihr, es wurde schon ein Ronaldo gezogen? Ne, Ronaldo immer noch nicht. Und Ronaldinho? Digga, niemals wird es die geben. Ich sag, ein Carlos wurde schon gezogen. Safe. Ein Carlos 100%. Auch nicht? Was? Ein Carlos auch nicht. Und ein Rivaldo? Gucken wir mal danach. Rivaldo 3. Oh, Rivaldo ist drauf. Zweimal sogar. Boah, für 2,7. Ronaldo wird nie jemand ziehen. Niemals. Was geht ab, Furki? Alles gut bei dir? Dennis Gamer, danke für die 1 Euro. Ist schon nicht schlecht. Geile Scheiße, definitiv. Boah, Digga, gibt's schon Neymar? Bestimmt, ne? Diese Karnevalkarten, die haben wir schon öft gezogen in den Dögen. Mal gucken, oh mein Gott, hier ist er sogar. Alter, es ist schon eine perverse Karte. Muss man wirklich sagen. Eieieiei. Direkt Erstbesitzer reingestellt. Eieiei. Alter, kranke Werte. Ich muss sagen, die Toti-Karte ist trotzdem besser. Die Toti-Karte ist wirklich besser. Muss man wirklich sagen. Aber, soll ich sagen, was ich ein bisschen scheiße finde an den neuen Karten? Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Moment. Zeige ich das mal eben nochmal. Also. Ich finde halt kacke. Guck mal. Es ist Karneval. So. Karneval ist, was ist bekannt dafür? Brasilien. Ne? Daher kommt der Karneval eigentlich ursprünglich. Warum gibt es dann nicht nur brasilianische Karten? Seid mir ehrlich, Leute. Finde ich ein bisschen schade. So, Neymar wäre geil. Was wäre noch? Gabriel Jesus? Okay, das sind zwei Brasilianer. Aber was hat zum Beispiel, keine Ahnung, ein Ribéry damit zu tun oder Alde Weidel? Entweder hätten die mal so gemacht, nur Brasilianer oder nur 5-Sterne-Skiller. So bei den Prime-Icon-Moments haben die es ja gemacht. Aber warum nicht bei dem Karneval-Event an sich? Ich würde mal gerne wissen, wie sich das zusammensetzt, dass so ein Dybala oder sonst wer diese Karten bekommen hat. So, Hulk natürlich auch, okay. Aber es gibt noch so viele, Fabinho hätte eine kriegen können und. Weil in diesen Ländern Karneval jetzt ist, ja, schwer. Schwer. Klar wird Karneval in allen Ländern gefeiert, aber... Müller noch mit Deutschlandflagge, ja Mann. Der arme Müller, Alter, ist einfach nicht mehr im Kader dabei. Schwierige Situation.